Hello, this is Olli. Ville, Markus. And Tommy. And we are L60. And we want to thank you for having us here in Germany and hope to see you guys again soon. God bless. Take care. Jury und ich bin ganz arg stolz, dass er da ist. Hallo. Vor ein paar Jahren hatte ich mal die Ehre, bei BMG, bei Bertelsmann Musikmanager zu sein und wir waren auf der Suche nach Bands. Er hat den Leuten von The Rasmus Schlagzeugunterricht gegeben und so Sachen und ist, war in Finnland eine große Nummer. Ich habe eine Demo gehört, bin hingeflogen und war dann ganz überrascht, dass ich schon auf dem Flughafen alle irgendwie Autogramme von ihm wollten und habe mich ganz klein gefühlt und habe ich ihn kennengelernt und war ganz begeistert, dass ein Mensch, der mit Finnland sucht den Superstar, mit seiner Band da große Erfolge feiert, plötzlich im Konzert was von Gott erzählt und sagt, warum man an Gott glaubt und plötzlich auch mal erzählt von einer Lebenskrise, als ihm total scheiße ging. Und das hat mich sehr beeindruckt. I told them when we met and what you did in Finland and that you still friendly. What did you say? So, yeah, I was... Was it good? I normally I expected all the...
all the pop stars being kind of assholes, but you were very friendly, and I was really really happy about that. It impressed me. I invited him to come to Berlin to a concert. Ich habe ihn nach Berlin eingeladen zum Konzert. Da war der Columbia Club mit 1500 Leuten ausverkauft. Und er hat sich mit Gitarre hingesetzt und hat einfach von seinem Glauben erzählt. Und als wir dann hier überlegt haben, Mensch, Blackbox und so, ihr kennt zwar nicht so viele hier, aber es ist was, was ihr verpasst habt in eurem Leben. Und deshalb habe ich ihn gebeten, bitte, bitte, bitte. Und sagte, er muss heute Abend eigentlich, he had to play with you at Tapio today. And he just asked another drummer and they met at the airport and you gave him your drums. And he plays tonight and you play here for us. Yeah. Thank you very much. Und, our pleasure. My pleasure. Das Thema heißt ja Frage. Frage. Question. Question is the theme of this Youth Day. So, Frage. Was ist für dich in deinem Leben die entscheidende Frage gewesen? Die wichtigste oder die bewegendste? What was the most exciting question in your life, in good times or bad times, or what kind of question you were looking for an answer, and ich habe genug erzählt. That's a hard one. I asked God many times, why? Because a lot of times God doesn't make any sense. I try to translate it as good as possible. Ich habe Gott ganz oft gefragt, warum? Denn oft machen Sachen keinen Sinn und dann muss ich von Gott wissen, warum. And, many times I ask God to do things my way and not his way. Und ich habe oft den Eindruck, dass ich Gott bitte, die Dinge nach meinem Weg zu tun und nicht nach seinem Weg. And I prayed for and asked for good things to my life. Und ich habe darum gebeten, dass in meinem Leben ganz viele gute Sachen passieren. And I got a lot of hard times and tears and und ich hatte viele schwere Zeiten, viele Tränen. But still I know it's all for good. Aber ich weiß jetzt, dass es einen Sinn hatte, dass es einen guten Sinn hatte und einen guten Zweck hatte. But it's not fun to be in pain. Es ist nicht lustig, große Schmerzen zu haben oder in Schmerzen zu sein. But that is the only way to grow in life. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um im Leben zu wachsen. And that's why many times I've cried and shouted to God, why? Und das ist der Grund, warum er diese diese Frage immer wieder Frage an Gott stellt. Meine Frage ist, warum Gott, warum? That's it. Bitte you gerne an answer? Hast du eine Antwort bekommen? Yes and no. Ja und nein. I'm finding out every day. Er findet es jeden Tag heraus. Maybe in heaven I know everything. Und vielleicht wird er im Himmel irgendwann mal alles wissen. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Ehrlichkeit, dass du uns erzählst. In deinen Liedern wirst du uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen. In your song you will play some more. So, it was, wir haben deine Band wirklich, wir haben gesagt, hier kann man spielen. Hier kriegt man nicht viel Geld. In Finnland hätten sie heute Abend viel Geld gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich zahle auch die Getränke heute Abend. Dann war es schon ein bisschen positiver. Und dann habe ich gesagt, da sind ganz, ganz viele nette junge Leute. Und dann meinte er, die kennen uns ja gar nicht. Wir sind ja hier Popstars und da kennen sie keinen. Und ich sage, glaub mir, die Stuttgarter im Jugendtag sind die geilsten überhaupt. Und das wird gut. Das wird gut. Dann hat er gesagt, okay. Und ich bitte die Bands von Olli schon mal auf die Bühne. Er wird sie nachher noch selber vorstellen. Wie gesagt, herzlichen Dank. Sie haben mir versprochen, heute nicht in Finnisch zu singen, sondern man wird ein bisschen was verstehen in Englisch. Hier sind für euch vom 60. Längengrad. Das ist Helsinki, daher der Name L60 aus Finnland mit Olli Elenius. Are you guys awake?